Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ihr wisst, Trainingswoche steht an. Wir haben wieder einen neuen Athleten von mir da, diesmal den Thomas Kunz aus der Schweiz. Grüßt euch. Der erfolgreichste deutschsprachige Mindphysik-Profi im Moment. Wir werden heute ein Push-Workout machen. Brust fokussiert. Schultern sind beim Thomas ja gewaltig. Wenn jeder, der einen Thomas kennt, kennt sein Frame, ist einfach abartig. Taillen-Schlüsselbein-Verhältnis ist großartig. Wenn was muskulär fehlen würde, wäre es ganz einfach ein bisschen obere Brustvolumen, das einfach noch eine voluminösere Gesamterscheinung mit sich bringen würde. Und deswegen fokussieren wir uns heute vollkommen auf die Brust in diesem Push-Workout. Und werden im Gegenzug zu den anderen Push-Workouts, die wir gehabt haben, heute ein bisschen mehr auf freie Übungen setzen. Yes. Sehr schön. Streck gar nicht ganz durch. Ja, genau. Genau. Erste Übung, Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln. Ihr wisst es mittlerweile schon, Lat anspannen, Brust nach draußen, Schultern hinten fixieren und aus der Brust hochkontrahieren. Eine relativ coole Sache, wenn ihr zu zweit trainiert, ist, dass ihr die Finger auf die Brust des Trainingspartners legt und ihr darum bittet, dass er jetzt sich nicht darauf fokussiert, das Gewicht hochzubringen, sondern euren Finger hochzudrücken über die Brustkontraktion. Und das machen wir nicht mehr so 36 oder 38er. Der 36er war uns jetzt vorhin. Für jetzt eigentlich schon den Hauptsatz. Ja, weniger. Für 5 bis 9. Hä? Für 5 bis 9, ja. Aber weißt du, ich will sie wirklich total schön kontrolliert haben. Und nicht durchgestreckt, sondern wirklich schön in der Spannung drinnen bleiben. Ja, dann gehen wir mit den 48er. 40. Ja. Nehmen wir 40 und fokussieren uns wirklich auf die Ausführung. Ja. Ich habe das Gefühl, die Handeln hier sind schwerer. Ja, aber was, das, kennst du das Gefühl? Du musst das eh kennen als Globetrotter. In jedem Studio außer zu Hause sind sie schwer. Ja, ja. Immer. Außer es sind Fakehand. Yes. Eins. Und nicht durchstrecken. Zwei. Ja, so gefällt mir das. Drei. Schulter ist hinten fixiert. Schön Spannung aufbauen. Fünf. 6, 7, easy, komm, zwei schöne noch, 9 und nicht zusammenfallen in der Brustwirbelsäule. Sehr gut. Man muss natürlich dazu sagen, Thomas ist kurz nach dem Wettkampf, kurz zwischen dem Wettkampf, kurz vor dem Wettkampf. Beim Thomas ist das immer eine fließende Geschichte. Der Mensch macht ja 700 Millionen Wettkämpfe pro Jahr und ist deswegen wirklich hoch anzurechnen, sein Ehrgeiz. Wir sind mitten in der Erholungsphase. Er hat eine lange Reise hinter sich. Das ist auch wesentlich, dass man da nicht zu sehr pusht. Ja? Das heißt, wenn ihr wisst, ihr seid jetzt so wie der Thomas 900 Kilometer mit dem Auto gefahren und frisch im Gym, feiert man nicht aus jedem Loch, sondern man lässt das Hirn ein bisschen eingeschalten. Zwei. Nicht ganz durchdrucken. Drei. Sehr gut. Schöne Kontrolle. Passt. Für die Videos schon gesehen haben, wir sind wieder auf der Flachbankmaschine, die ausschaut wie eine Schrägbankmaschine, aber nochmal, es ist eine Flachbankmaschine. Schultern fixieren, Schultern unten lassen, Lat anspannen, schön aus der Brust kontrahieren, ebener Bewegungsablauf, schöne Belastungskurve, wunderbare Sache. Fangen richtig den Lat an, Brust raus. Ja, und aus der Brust. Jetzt ist perfekt. Jetzt ist perfekt. Und Schub.
Was war das jetzt für Schrott? Was hast du jetzt gesagt? Ich zieh ihn später an. Nein, wo, was hast du gesagt? Ich lege einen Nara. Hä? Ich lege einen Nara. Ich lege einen Nara? Ja. Das klingt wirklich wie irgend so eine, keine Ahnung. Ich glaube, er hat gesagt, ich lege ihn danach an. Ja, yes, genau. Ich lege ihn danach an. Naja, ich muss es mir jetzt aber auch 10-mal durch den Kopf gehen lassen. Also ich yeah. lege, ne, ist ihn, nein, danach. Also, der Mehrwert dieses Kanals in der multikulturellen Verständigung ist einfach Wahnsinn. Nicht so schnell. Konzentrier dich wirklich auf diese Kontraktion in der Brust. Drei. Und schieb die vordere Schulter nicht sofort. Taktest wirklich hin. Ja, genau, so will ich's. Yes. Und Schub. Yes. Und Schub. Yes. Perfekt. Man sieht sehr schön, die Form ist eigentlich noch da, es liegt halt nur so eine klassische Butterwasserschicht drüber. Scheiße. Yes. Schulter hinten. Ich will nicht sehen, dass die anspringt. Ja, jetzt bist du in der Tiefe. Komm. Yes. Yes. Du machst mit deinem Adern den Ball die Leg-Konkurrenz. So, wir machen als nächstes Dips. Und bei Dips gibt es in Wirklichkeit zwei Ausführungen. Ich kann Dips Trizeps-lastig machen oder Brust-lastig. Der Unterschied ist, wo geht der Ellbogen hin? Wenn der Ellbogen nach hinten geht, sind die Dips für den Trizeps, weil ich die Brust einigermaßen aus der Bewegung rausnehme. Natürlich belaste ich immer beides. Wenn der Ellbogen aber nach außen geht und die Oberarmbewegung Richtung Körpermitte ist, dann ist es die Brust. Und genau das machen wir jetzt. Also Ellbogenbewegung nach außen und Oberarm zur Körpermitte für die Brust und nicht Oberarm nach hinten. Ja, genau. Und Oberarm zur Mitte ziehen. Yes. Eins. Zwei. Und drei. Wunderbar. Vier. Sechs. Schöne Dips. Dipse. Wir machen Cablefly. Stehend von unten. Schöne Brustkontraktion, eine fliegende Variante, wie es bei mir bei jedem Push-Workout dabei ist. In diesem Fall Cablefly und wir haben es in unseren anderen Push-Workouts noch nicht gesehen, deswegen eine ideale Sache mit dem Thomas, das so durchzuziehen. Wie immer, Brust raus, Schultern festgetackert, schön aus der Brust ziehen. Und schaut beeindruckend aus. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Oh. Neun. Oh. Yes. Oh. Als Abschluss für die Brust, Restpausatz in der im Backdeck. Ich bevorzuge grundsätzlich immer den Backdeck mit den Griffen als jetzt ein Butterfly mit abgewinkelten Ellbogen. Ich finde einfach die Oberarmposition in dieser besser als jetzt in dieser. Wichtig, wie wir schon einmal gesagt haben, keine Bizepsübung draus machen, Stabilität in der Brustwirbelsäule, schön aus der Brust zusammenziehen.
vor allem die rechte Schulter hinten bleibt, gell? Sehr schön. Press rein den Scheiß. Schulter stabil lassen. Ja, genau so. Und los geht's, komm. Ja, jetzt die Ausführung. Perfekt. Yes. Komm an. Ja. Fett. Noch eine. Komm. Zap. Ohne bloß sich auf. Bis deppert. Komm. Ja. Explodiert. Sie mir jetzt zu Kind draufgewachsen. Das hat so gern was geschafft. Ja, die Hüfte ist voll. Trizeps schießen wir noch kurz an. Ich würde sagen, die maschinelle Variante einer French Press lässt sich am ehesten so beschreiben. Warum machst du es mit Thomas so, dass du da nur eine Trizepsübung gibst? Weil es in dieser Rotation so drinnen ist. Wir haben, das ist jetzt wirklich der Tag mit einem absoluten Brustfokus. Das glaube ich, der Brust ein bisschen mehr. So ist es. Wir haben einen separaten Armtag bei ihm noch drinnen. Das heißt, wir schießen jetzt, also er hat jetzt kein klassisches Push-Pull-Beine-Szenario, sondern wirklich auf einen Main-Physik-Athleten mit seinen Schwächen gefokust. Nicht versetzt, ja, sondern wirklich schöner gerade Achse. Wesentlich bei der Maschine, dass wirklich der Ellbogen am roten Drehpunkt ist, damit sich das nicht, auf Österreichisch würde man sagen, spalt. Verkeilt, würde ich jetzt einmal sagen. Schön langsam nach vorne kontrahieren, Spitzenkontraktion halten und wieder nach hinten gehen. Voller Bewegungsradius, eben auch wichtig, damit man den Trizeps wirklich aus der Dehnung mitnimmt, so wie es der Thomas wunderbar macht. Yes. Immer so eingeengt in diesen Maschinen. Ja, voll. Schlüsselbein sei Dank. Von wem hast du die Frame? Schwer zu sagen, oder? Von niemandem. Beide sind schmal. Beide schmal. Glück gehabt, ich glaube, mein Großvater hat übersprungen, die Generation. Und deine Brüder? Auch schmal? Nee, der eine ist so auch ziemlich breit. Ne, es haben alle breite Schlüsselbeine. Schon? Ja. Bist du eigentlich der Jüngste? Ja. Ich hab die größte und der massivste. Wenn der andere nicht zufällig Ronnie Coleman ist. Yes. Ja. Ich denke, das war ein gutes Post-900-Kilometer-Autofahr-Push-Training von einem Athleten, der eigentlich erst kurz von einem Wettkampf zurückgekommen ist. Also Thomas hat das ganz gut durchgepeitscht. Ihr habt jetzt Einsicht gekriegt in ein Workout, das jetzt nicht Standard-Push-mäßig ist, sondern jetzt wirklich auf die
Schwächen, die der Thomas hat zugeschnitten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dem so ist, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video.